So sieht's schon gut aus. Hallihallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Heute mit Kakashi geht's weiter. Ist ein bisschen ungewohnt heute, weil ich das Ganze nämlich nachkommentieren muss. Das Problem ist, ich habe meine Aura City-Datei einfach gelöscht. Ja, und ich hoffe, dass ich denn jetzt auch mal irgendwann mit dem Spiel starte. Dankeschön. So, wie ihr seht, mit Kakashi haben wir im letzten Part beendet und sind jetzt in Sonogakure aktuell. Es wird für mich halt ein bisschen dieser Part. Gut, dass der nicht ganz so viel zum Nachkommentieren hat. Ist halt wieder sehr viel Kampf. Also wir werden heute sehr viel Kämpfe haben. Und ich frage mich nur, was ich gerade mache. Anscheinend konnte sich Sonogakure vollständig von diesem Tumult erholen. Ja, ich werde es versuchen. Verzeiht mir, wenn ich meine Textpassage nicht mitlese. So, dann kehre ich am besten direkt nach Konoha zurück und ruhe mich dort aus. Ja, den Part kann ich halt nicht mehr überspringen. Der ist halt wichtig wieder. Also im Moment haben wir ja sehr viel Geschichte von Naruto. Dementsprechend war das schon wichtig, dass ich das mir jetzt mit reinnehme. Wir müssen jetzt erstmal eine ganze Weile zurücklatschen. Meine ich, dass das eine ganze Weile war? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht skippe ich das auch einfach. Leute, wir sehen uns gleich in Konoha wieder. Bis gleich! Nanda. 何か嫌な予感がする。 この葉隠れ 偽りの平和の上にあぐらをかき 虚実の栄華を極める愚かなる里 ここより世界に痛みを。 この予感、 外れていればいいが。 何にしても、 急いで戻った方がいいな。 Ja, gut, da haben wir den Pain mal eben gesehen. Der ist jetzt in Konoha angekommen. Was relativ fix ging. Also der war ja nicht viele Parts inzwischen. Jetzt laufe ich halt wieder. Eine ganze Weile. Kurzer Skip wieder. Bis gleich. キュービの人中力の居場所を吐け、でなければ消えてもらう。黒の衣に赤い雲模様。そうか、こいつが暁。さあ、言え。 木の葉の忍びを見くびるな。お前のような奴に仲間は売らない。そう。ならば、お前はここまで。ここまでなのは、お前の方だよ。かかしさん!なんとか間に合いましたね。 コピー忍者の畑カカシか。会えて光栄だ。まさかここまで派手に攻め込んでくるとはね。そこの負傷者を連れて引いてください。まあ、ここは俺に任せて。わかりました。お願いします、カカシさん。さて、キュービはどこだ。 愚問だな。答える気なしか。ならばお前に用はない。リンネが、こいつがジライア様を通したペインか。痛みを知れ。おお。 Da kämpfen wir ja direkt gegen den Pain mit dem Kakashi. Kann ich noch mal bereit sein? Dankeschön.
Okay, jetzt kann ich halt nur sagen, jetzt kann ich nur den Kampf halt kommentieren. Mehr kann ich da auch nicht machen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der Kampf gar nicht mal so lange ging. Ist es halt jetzt nun ein ganz, 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 ganz gewöhnlicher Kampf, kein großer Story-Kampf, aber es ist auch klar, wir treffen Pain jetzt so das erste große Mal. Beziehungsweise, ja, kämpfen wir das erste Mal nach Jiraiya. Oh, da habe ich da aber gezündet, der TK. Mal gucken, wie ich das kommentiere. Und da ist der Angriff von Pain daneben gegangen und da habe ich nochmal getroffen. Und, ja, da wirft er leider seine Shurikens daneben gegen und da hat er auch schon seine Ultrawelle. Übermächtige Druck heißt die, okay. Ja, übermächtiger Druck ist halt so eine Attacke, die Pain ist so ein bisschen auszeichnet, wie ich finde. Also die macht er öfters und es ist halt so ein riesiges alles niederwalzendes Schutzschild, was ich schon relativ cool finde. Und da habe ich meinen Mega-Jutsu eingesetzt, das sogar getroffen hat. Bei Kakashi ist das Ganze ein bisschen heikel. Das kann ich diesmal sogar mal ein bisschen erwähnen. Sowas Kakashi und Itachi, bei beiden ist es halt so ein bisschen heikel, das Ganze auszuführen. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, der muss halt stehen bleiben dafür. Das ist bei Pain vielleicht jetzt noch ganz angenehm, aber Charaktere, die sich viel bewegen, da geht das wieder ganz schlecht. Und ich habe sogar schon gewonnen, das ging relativ flott. Und ja, war doch gut. War ja sogar noch im grünen Bereich, das könnte nämlich, war glaube ich ein A-Rang, sogar ein S-Rang. Okay. Gut, dann wollen wir doch mal mit der Geschichte fortfahren. Omotta ijou ni yaru na. Da ga ware ra o taosu made ni wa itaranakatta na. Dou iu koto da? Koitsu mo ano hidan to ka iu yatsura to onaji nano ka? お前のようなやつを残しておくと後々厄介だ。ここで消しておく。カカシ先生。長次、それにいいのか？火星に来ました。助かった。と言いたいところだが、今回は相手が悪すぎる。気をつけろ。油断するとすぐにやられるぞ。いくら雑魚が増えたところで同じだ。神に挑むこと自体が無謀。身をもって教えてやる。来るぞ。Tja, und da ist auch schon der nächste Kampf. Ja, glaube ich, geht wieder Kakashi. Ja, wieder Kakashi gegen die beiden. Und da heile ich sogar nochmal im Kurz, weil Kakashi war ja ein bisschen angeschlagen. Wobei es, glaube ich, sogar eigentlich nötig getan hätte, wenn ich mich gerade recht erinnere. Ist ja schon wieder ein paar Tage her, dass ich den Kampf aufgenommen habe. Weil ich hasse nachkommentieren, müsst ihr wissen. Das ist so das ätzendste an Let's Play, was überhaupt gibt. Aber ab und an mal passiert das halt. Und wenn man wie bei Naruto zum Beispiel ein Spiel hat, was halt speichert immer wieder, kannst du dich einfach sagen, hey, ich mache den Part einfach nochmal neu komplett und dann muss man halt nachkommentieren, weil Let's Plays hat für mich halt den Sinn, dass man halt ein Spiel spielt und das kommentiert und dementsprechend ist das so, dass ich dann auch gerne mal so etwas nachkommentieren müsste, wie in diesem Fall gerade. Das Problem ist, dass Nachkommentieren immer relativ langweilig sein kann, weil man halt nebenbei nicht spielt. Ich bin halt immer ein ganz anderes Element, wenn ich dabei denn spielen darf. Und das ist halt im Moment nicht der Fall. Aber wir werden ganz schön von Pain fertig gemacht gerade. Obwohl wir die beiden halt dabei haben, also Shui und Ino, die uns ja tatkräftig unterstützen. Ich habe mich schon immer gefragt, wo Shikamaru in dem Punkt ist, aber gut, der wird sich wohl irgendwo rumtreiben und anderen Leuten helfen. Shikamaru war ja schon immer so eher der einzige Typ. Okay, aber das soll jetzt nicht stören, weil wir ihn ja schon beinahe haben. Also wir kommen ganz gut voran. Obwohl gar nicht wahr, wir sind immer noch ein bisschen im Nachteil. Kleines bisschen. Und da wurde Pain sowas von uns in unseren Bann gezogen. Und da haben wir ihn auch definitiv gekriegt. Und zacker. Und einmal sollte es noch sein. Und dann sollten wir ihn auch haben. Ja, auf jeden Fall. Und das war ein schöner letzter Treffer. Mit dem Jutsu, das eigentlich niemals trifft. Ich treffe aber ganz schön oft. Ich glaube, ich bin in dem Part vielleicht jetzt einmal damit auf die Fresse gefallen.
Kampfvorgaben erfüllt. Sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal einen S-Rang. Sehr schön. Gut, und weiter geht's. さすがはこの葉隠れ、粒が揃っている。どういうこと？なんで立ち上がれるの？お前たちが俺に勝つことなど不可能。チャクラを使いすぎた。もう、体が…だが、まずはお前たちを消す。終わりだ。お前の相手は俺だ。カカシ先生。お前たち二人はここから離れろ。俺がこいつを止めている間にできる限り民間人を逃がすんだ。カカシ先生。なーに、時間稼ぎをしたらすぐに俺も駆けつける。行け。イノ。カカシ先生、待ってますからね。ああ、自らがおとりとなって逃がしたか。チャクラを使い果たした身で大したものだ。だが俺は甘くない。裁きを与える。悪いな、ナルト。サクラ、あと頼む。何が起こり始めたの？さくら！イルカ先生、これって何が起こってるんです？暁だ。ナルトを狙って直接攻めてきた。暁が？俺はこれから里の救援に回る。お前は五代目の元へ行って今後の対策を聞いてくれ。はい、急がないと。So, der von dir gesteuerte Charakter ist jetzt Sakura. Ja, wir haben ja gerade live miterlebt, wie Kakashi ist. Müsste aber noch leben zu dem Zeitpunkt. Sehr angeschlagen ist. Und das ist so typisch TK. TK speichert jetzt erstmal. Der Vergangenheits-TK. Das kennen wir ja von mir. Gut. Ja, mach doch. Mach doch einfach. Warum macht er nicht? Er macht nicht. Die Akatsuki sind hierher gekommen nach Konoha. So. Ich kann kaum glauben, dass das Konoha ist. Doch Sakura? Ist es? Sieht man das nicht? Ein bisschen kaputt, aber sonst kann man das. Und da will wieder Ladezeit. Das heißt, es wird jetzt zu Cutscene kommen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ja. Gucken wir nochmal. さすがにやるな。これが暁の力か。そろそろ教えてもらおうか。渦巻きナルトはどこに？ああ、んなもん知らねえな。つうか知ってても教えてやんねえよ。当然だ。
あいつは俺たちの大切な仲間だ。仲間は死んでも売らねえ。大したものね。だがたとえ今黙っていたとしても、恐怖は、痛みは、人を変える。その恐怖をお前が教えてくれるというのか。ふん、面白いじゃねえか。シノ、ヒナタ、今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。So, eine sehr spannende Zusammensetzung. Kiba, Shino und Hinata gegen Konan. Jo, das ist, oh, das ist gewittert. Es kann sein, dass hinter mir im Hintergrund es ab und an mal blitzt ein bisschen. Vielleicht seht ihr das. Ja, auf jeden Fall, die wollen wir jetzt doch ganz gern besiegen, die Konan. Das letzte Mal hatten wir Jiraiya gespielt, ja, genau. Und diesmal machen wir mit Kiba weiter. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Leute, wie ich mich geschlagen habe als Familie, als CK. Das wäre natürlich jetzt eine Sache, die natürlich sehr viel, sehr spannend. Okay, ich treffe einfach nicht. Okay, sie macht aber ihr cooles Papierschild. Also es ist tatsächlich, ich finde sie da an der Stelle recht cool, weil sie kann sich damit ziemlich gut schützen. Und das merkst du auch im Kampf einfach. Also es ist schon nicht verkehrt, was sie da macht. Das hat schon Konsequenzen für uns. Gut, da haben wir sie aber mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Kiba hieß. Das hat irgendwie den Namen Kazuga oder so. Das war halt auch im Anime immer wieder. Und ich habe es gerade auch wieder nicht gelesen, nicht? Also, ich glaube, da steht das sogar, wenn man das Eis setzt. Ja gut, jetzt nicht dieses Käfer-Jutsu, das ist halt Shino. Shino ist ja der... Steht ja nicht mal. Ich bin enttäuscht. Okay. Gut, ich hätte gedacht, dass das irgendwie sagt oder so. Aber er sagt ja nur alles durch vorne Zähne. Das ist aber, glaube ich, nicht die Bezeichnung dafür. Das ist sehr entscheidend. Was ich ein bisschen enttäuschend finde. Aber gut, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich weiß gerade nicht mal, wie ich diesen Kampf kommentieren soll. Ich meine, das ist ein cooles Team. Ich mag die drei. Also Kiba, Shino und Hinata. Ich mag die tatsächlich sehr gerne. Kiba ist halt sehr aufwendig, Shino ist halt der wieder vergisst und Hinata ist halt Hinata, die für sich schon sehr, sehr, sehr dasteht. Und wir haben so gewonnen. Das ging relativ fix. Das ist schön. Ich glaube, es ist auch schon fast das Ende vom Part. Nein, ihr seht es ja, wenn ihr das kurz mal rein guckt. Oh, dann erst ran. Cool. Cool, cool. Gut, das war ja angenehm. どうよ、俺たちの勝ちだ。思った以上にやる。さすがにこの体ではダメなようね。バカな。おいおいおい、今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ。分身であの強さか。くそ。大丈夫だよ。あ？だってこの戦いを止めるためにみんな必死になってる。里のために一つになってる。だからまだ負けたわけじゃない。それに、それにナルト君だったら絶対に諦めないはず。だから。合ってるよ、ひなた。そもそも俺たちも最初から諦めるという選択肢はない。今は。キバ君、シノ君。さーて、話はこんくらいにしてそろそろ行こうぜ。まだまだ俺らの仕事は残ってる。はあ。行くぜ、ひなた。うん。ナルト君。Na ja, gut. Ja, da haben wir die besondere Bindung zwischen Hinata und Naruto auch wieder gesehen. Wobei Naruto weiß es zu der Zeit tatsächlich noch nicht. Also Naruto ist sich dessen Liebe noch nicht bewusst, dass Hinata total verknallt in sie ist. In ihm ist.
So. Aber ich denke mal, es wäre es gewesen. Ja, genau. Also jetzt wollte ich zu Tsunade. Sollen wir zu Tsunade eigentlich gehen? Aber das machen wir nicht heute. Ich gehe jetzt zum Speicherpunkt. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und ja, vergesst nicht, den Part mal ein bisschen zu bewerben. Bewerben könnt ihr gerne auch, wenn ihr jemanden verteilen wollt. Ja, freue mich, dass ihr mal irgendwie seid. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann und bye bye.